Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ja, es gibt leider schon wieder ein Haul. Wie gesagt, ich komme nicht zum Basteln. Ich kann tagsüber einfach nicht drehen. Es tut mir echt leid. Es ist leider nur nachts möglich und wie ihr sehen könnt, ist das Licht auch ziemlich bescheiden. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall, was ich bei Teddy und bei Action bekommen habe. Und ich habe einen Teil von Woolworth gekauft. Das fand ich richtig toll. Und zwar dieses Lineal. Finde ich richtig geil. Schaut aus wie Klemmbausteine. Und ja, durfte mit. Hat 1,50 gekostet. Fand ich recht witzig. Genau. Dann war ich, wie gesagt, bei Teddy. Da habe ich mir diesen Milchkanne gekauft. 5 Euro. Und der hat 1 Liter Fassungsvermögen. Und zwar wollte ich den benutzen für mein Kerzenwachs. Weil da wollte ich ja das Video mit euch zusammen machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich tagsüber Videos drehen kann. Momentan geht es nicht. Und ich weiß auch nicht, wann es wieder funktioniert. Genau. Dann habe ich bei Teddy einmal diese hübsche... Leg mal so hin. Dieses hübsche Mädel gefunden. Da habe ich mir gedacht, wenn man vielleicht ein Album macht, für die Größe schaut es richtig super aus. Oder man benutzt nur das da unten als Kartenaufleger. Und ich habe das hier mit der Rose und dieses Engelchen. Ich liebe ja Engelchen und ich habe, die sind glaube ich, von wem, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich habe 2 Stück, das eine, was so sich aufstützt und eins, wo beide Arme so hinlegt und sich dann drauf stützt. Genau. Durfte auch mit. Und ich habe eine Schachtel. So eine habe ich ja schon mal gekauft. Mit diesem Paisley-Muster. Die Kiste selber hat eine Größe von, ich muss mal kurz luren, 36,5 x 24,5 x 14,5. Und ich habe hier eine Kiste für meine Gießarbeiten, aber die Schachtel ist zu klein. Und ich wollte mir noch ein paar Sachen bestellen und aus dem Grund brauche ich jetzt eine größere Kiste. Und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten besorgt. Zeige ich euch auch. Und zwar einmal Wäscheklammern. Und zwar so kleine. Kann man gut als Adventskalender benutzen, also für die einzelnen Türchen oder für Kleinigkeiten dran zu kleben, denke ich, wird richtig nett sein. Und ich habe diese Kordel bekommen, die gab es auch, und zwar sind da 4-mal jeweils 14 Meter drauf. Die gab es einmal in den Farben und in den Farben. Ich schaue gerade, doch sind überall gleich viel drauf. Das ist nur einmal, glaube ich, eine neue Verpackung und einmal eine alte. Genau, die durften mit. Und ich schaue, dass ich hier Platz habe. Und ich habe die hier mitgenommen. Die sind aus Stoff. Da sind 4x 4,5 Meter drauf. Und fand ich, wie gesagt, auch richtig schön, werde ich vielleicht auch mit euch zusammen auf Karten drauf machen. Jo, mal gucken. Und ich habe doppelseitiges Klebeband gefunden. Das wollte ich auch mal testen. Und es ist auf jeden Fall schmäler als das von Action. Genau. Deswegen habe ich es eigentlich mitgenommen. Und das kostet 1 Euro. Habe ich gleich 2-mal mitgenommen. Und ich habe für meine Bastelsachen, hier habe ich ja schon mal einen Koffer gehabt und habe jetzt noch einen dazu. Der ist jetzt von, auch wie gesagt, von Teddy. Ich habe noch einen von, Moment, komme ich nicht, Moment. Genau, ich habe noch einen, den habe ich mal
ich glaube, bei Rossmann gekauft. Und ja, der steht jetzt bei mir auf dem Schrank. Und ich finde ihn eigentlich ganz gut für so Kleinigkeiten, aber der ist schon ziemlich voll und deswegen müssen ein paar Sachen, die jetzt da drin sind, raus. So, das war's bei Teddy. Dann war ich bei Action. Da habe ich diesen Kleber mal mitgenommen. Das ist anscheinend ein Serviettenkleber, stand zumindest drauf. Und nachdem der rausgeht, also der Barcode war durchgestrichen, habe ich jetzt mal 10 Stück mitgenommen. Und ja, wird da auch wahrscheinlich mal mit Servietten kleben. Muffelt ein bisschen. Werde ich auf jeden Fall mal austesten. Dann habe ich nochmal diese Pinsel mitgenommen. Die gab es ja früher. Ich weiß nicht, waren da 12 drin oder waren nur 6 drin, weiß ich nicht. Aber in einer Schachtel. Ja, jetzt gibt es in so einer schmalen Dingens. Ich habe jetzt leider die andere Schachtel auch nicht da. Und das durfte mit. Und ich habe auch was Neues bekommen. Das hier ist nicht neu. Das habe ich jetzt mitgenommen. Das habe ich ja, glaube ich, in meinem Schrank für... Ja, für die ATC-Bögen von der lieben Tina habe ich die genommen. Und ich möchte jetzt aber diese Emboss-Sticker. Da habe ich so viele und ich nehme sie aber nicht her, weil sie alle in der Kiste liegen. Und da war meine Idee jetzt, ob ich die da nicht vielleicht reinmache. Und dann kann ich durchblättern und sehe, was ich habe und benutze vielleicht auch öfters. Genau. Da habe ich, wie gesagt, 5 Stück mitgenommen. Dann habe ich... Und ich habe neue Stifte bekommen. Moment. Ich zeige sie euch gleich. Die haben nämlich unten Nummern drauf. Und das fand ich nämlich recht cool. Moment. Das hätte ich vorher schon machen können. So, jetzt habe ich. Und zwar gibt es da 6 verschiedene. Ich habe die ja schon mal gekauft und ich finde die richtig cool, gerade für Hintergründe. Und ihr könnt sehen, hier sind die Nummern 1 bis 4. 1 bis 4. 5 bis 8. Sieht man nicht richtig. Doch, jetzt hat. Genau, und so sind die alle beschriftet. Dann kann man gut sehen, welche man hat und welche nicht. Da durften die auf jeden Fall mit und ja, werde ich mal wieder ein paar Hintergründe machen. Ich habe zwar noch ein paar, aber die durften jetzt auch mit. Und ich habe nochmal von denen 2 Blöcke mitgenommen. Wie gesagt, es sind ja viele Wintermotive, die man gut benutzen kann. Und ich habe noch den hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht, habe ich den schon mal mitgenommen? Ich weiß es nicht. Also bei uns gibt es ja selten irgendwas Neues und wenn es was Neues gibt, dann dauert es auch wieder. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die schon mal gehabt oder vielleicht habe ich sie in Geretsried in Starnberg gekauft. Ich weiß es nicht. Ich kann ja mit euch mal kurz durchgehen. Weil manche mögen ja das nicht. Und ja. Aber ich weiß es nicht, ob ich den schon mal habe. Aber egal. Wie gesagt, für ein Album kann man das immer gut gebrauchen. Man könnte die auch gut auf Karten verarbeiten. Da könnte ich, wenn ihr wollt, kann ich da eine Karte. Da können wir ein paar Karten zusammenbasteln. Ja, und fürs nächste Live, wie gesagt, muss ich auch noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt erstmal was von Ikea bestellt. Und von noch einem anderen Versand. Und da zeige ich euch auf jeden Fall, was ich da mitmache. Das sind auch wunderschöne Motive. Die sind zweimal drin. Dann haben wir hier wieder voll foliert. Ist ja nicht so meins manchmal. Dann haben wir es hier ohne. Und hier Blätter. Und nochmal. Nochmal Rosen. Und dann haben wir hier nochmal so ein zweifarbiges. Genau.
Das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Wie gesagt, das wird nur ein kurzes Video. Und ich wünsche euch jetzt allen auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende mit viel Sonnenschein. Es ist ja ein verlängertes Wochenende, es ist ja Montag, Pfingsten. Und ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche, hoffe ich mal tagsüber. Ansonsten wünsche ich euch was und bleibt mir alle gesund. Bis dann. Servus.